Hey, Kinders. Tech 9 Hero. Bam! Oh! Bis jetzt habe ich schon 3 andere Pistols gemacht, glaube ich. Die USPS, die Glock und noch irgendwas. Die Duels, glaube ich. Nee, und die P250 habe ich auch gemacht. Da ist einer. It's your boy im Skinny Penis. Hallo. Hey, er klaut mir den Kill. What the fuck, dude? Die Regeln sind recht einfach. Ich darf nur diese Pistol spielen, die ich eben jetzt im Titel stehen habe. Oder das Pendant dazu. Also wenn es die Pistol bei City oder T nicht gibt, wie es eben bei dieser Sache der Fall ist. Da spiele ich dann die 5-7. Die Mates, mit denen ich spiele, wissen, das sind zwar Randoms, aber ich habe sie eben am Anfang davon unterrichtet und gefragt, ob das in Ordnung ist. Ich kaufe aber trotzdem für sie ein. Also, ne, falls sie irgendwas brauchen, kaufe ich ihnen den ganzen Kram und ich nehme selbst auch immer eine Waffe mit. Damit ich, ihnen eine Waffe droppe, falls ich sterbe. Shit, das war schwach. Was macht ihr denn da auf Mitte, ihr zwei? Auf! Ich wollte gerade sagen, heidenei. Komm, Monsieur, trink schon mal ein paar auf die Nüsse. Warum ist die Kleine? Kitchen 2, they saw me. Komm her, du kleiner Kitchen Boy. Oh, Jungs, 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 von hinten kommt schon einer. Noch einer! Auf ein neues hier bei B, Boo. Hm, so jetzt mal ein schöner B-Rush. Dann wird die AWP aber Augen machen. Von der Beyond Spot. Hello, dude. Oh no! Die letzten paar Runden haben sie uns echt eingerissen. Ja, sehr gut, der schaut das down. Too short. Oh, ist sogar eine AWP. Ja, Leute, wenn ihr mir keinen übrig lasst, kann ich auch nichts machen, Mensch, ey. Ich habe übrigens schon 3 Kills auf dem Nav. Mhm. Komm, wir wollen auf A gehen. Keiner kann Stair smoken. Fatih macht's halt. Naja, komm. Der ist, glaube ich, da oben versteckelt, der eine. So, weg ist er, Jungs. Habe ich mich gekümmert. Passt schon. Guck mal kurz, City sieht frei aus. Dann gehe ich planten. Könnten auch von hinten kommen. Ich schieb mal lieber nach hier hinten. Knackt reiner. Und City. Und noch eine IUP gesnackt. Komm, was soll der Geiz? Und weiter geht's. Ah, warte, man nimmt immer die Bombe. Ich versuche jetzt nochmal dem ersten hier einen Headshot zu geben, aber es könnte schwierig werden, weil die Tech 9 einfach nicht dahin schießt, wo sie dann hinschießen soll. Boah, Gott. Ich sehe den Gelben auf der Karte und denke, okay, der ist hier drin, aber er war auf Short. Ach du Scheiße, ey. Zum Glück bin ich so ein begnadeter Tech-9-Spieler. Tja, haha. So, du kleiner City, wo bist du? Was könnte er denn für eine Waffe haben? Gar keine. Seine Mutter kann gern wieder bei mir zu Hause zum Putzen vorbeikommen. Wir haben das Geld gefunden. Was ein Pisser. Okay, die Boys gehen auf A. Dann werde ich von Mitte unterstützen. Ich gehe mal direkt in den Jungle rein. No, 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 Monsieur. Nichts gegen den Tech-9-Profi, okay? Oh, ne, er ist auf CT? What the? Da nimmt meine AK. So, ich hab noch ein Hühnchen zu rupfen mit dem Sack auf B. 3, 2, 1, Sack. Ach, stirb doch! Ich will gar nicht wissen, wie laut er ist. Orange droppt die Bombe da hinten und gleich ist die weg. Orange ist AFK mit der Bombe, scheiße. Hey, Boy! Er hätte mich noch so easy snacken können, ne? Aber er wollte nicht. One short, I think. Yeah, he's short. Ah! Wir haben die IUP mit. Oh, Leute. Ich sag short und die Kollegen facen auf short. Na gut. Ich warte kurz ab, ob jemand die IUP will. Okay. Wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, brauche ich zur Waffe eh nicht. Ich habe die Tech 9. So, jetzt aber. Er ist nicht da. Ich fasse das nicht. Es wurden 2 genutzt direkt. Ja, super geil. Oh! Warum ist unsere Bombe jetzt da hinten down, bitteschön? Was soll das? Ja! Behind könnte auch gleich kommen. Schnell, schnell. Jetzt sind wir ja gerade dick am Saven der Round. Ich glaube auf Short. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich mache gerade ein Meisterwerk. Hier habe ich schnell ein Aim. Hier bin ich natürlich der Profi. Das ist klar. Einer ist gelieft. Ich hoffe doch bei den Feinden. Die haben einen Bot. Und einer ist gelieft. Ja, gleich, wenn man gegen so einen Tech-9-Gott spielt, ist verständlich, dass da natürlich schnell die Lust verschwindet. Er hat sogar schon einen Cooldown bekommen. Der ist jetzt weg, der Knut. Fucking ridiculous, Alter. Hallo. Ich weiß nicht, ob das auch noch ein Ace war, aber es war schon ziemlich... Habt ihr das gesehen? Habt ihr diesen Spray gesehen von dieser wahnsinnigen Tech-9? Viele sagen ja, sie wäre unspielbar. Der Spray ist wirklich eklig geworden, aber man muss ja nicht sprayen. Durch einzelne langsame Taps hat man ja die volle Kontrolle. Aber ich bin es halt von früher gewohnt, die Leute umzusprayen, ne? Ich hab die... Okay. Gut, der ist weg. Ach du Scheiße, Mann.
Sure. Night. Sorry. Skritte! Gut half, Leute, gut half! Und an der Stelle natürlich nochmal ein riesen Dankeschön an Gerdinger für das ultra krasse Knife und für die krassen Handschuhe. Vielen, vielen Dank. Ich dachte mir, ich führe die jetzt mal so ein bisschen aus. Wobei ich die Pistol Heroes bis jetzt immer auf dem zweiten Account gemacht habe. Also, wisst ihr, mein Main-Account ist ja im Moment DMG-LE und der hier ist auf Gold 4 und ich will einfach auf diesem hier spielen, weil es schwieriger ist. Ihr wisst ja, je niedriger der Rank, desto härter ist es. Okay, einer ist noch im Pit drin, wartet. Ha! Oh! Ich wiederhole ja nochmal, wenn ich die Waffe nicht auf beiden Teamseiten habe, dann nehme ich immer das Pendant dazu, also das Gegenstück des Teams dann zu der jeweiligen Waffe. Die 5-7 bekommt trotzdem ihr eigenes Video. Aber die Tech-9 gibt es halt nur bei den T-Reachs. Komm, dann gehe ich mal hier oben gucken, also die sind ja eh schon dick am Aufgeben. Ja, ja, habe ich gesagt. Das habe ich, ne? Wo ist er denn? Aha. So, Männer, gönnt euch, gönnt euch. Ich habe jetzt noch zwei Leuten gedroppt, aber habe jetzt selbst nichts mehr für mich übrig. Macht aber nichts. Denn die 5-7 regelt ja. Ich bin mir sicher, dass jetzt wieder einer hier reinkommt, um sich zu rächen an mir. Ah, jo, Mitte, die sind verschoben. Ey, die sind raffiniert. Bei Negev All. Ich kaufe euch einen Negev, wenn ihr wollt. Nein, danke. Oh shit, jetzt habe ich es aufgehoben. Ja, nein. Er sprayt Ultra rein. Wahnsinnskerl. Das ist ein Wahnsinnskerl. Ich glaube, das war bis jetzt mein erfolgreichstes Hero-Video. Also ich doch wirklich ganz gut gedrückt habe. Am Anfang wie immer nicht so sehr, aber ihr wisst ja, ich wärme mich halt vor den Aufnahmen nie auf. Das heißt, ich kann mich dann erst durch die Spiele aufwärmen. Ey. Alter, wollt ihr mich rollen? City Last. Bitch! Na gut, GG würde ich sagen. Das war schon echt lecker, ja. Da hatten wir schon viel, viel schlechter laufende Teile. Gerade wenn man überlegt, dass ich ja meistens in den Viewer Games, wenn wir auf dem zweiten Account spielen, also auf Goldbasis, dass ich da gar nichts gerafft bekomme und meistens letzter bin. Wenn man das im Kopf behält, war es wirklich gar nicht so übel. Ich glaube nicht, dass ich die Leute besser readen konnte, aber mein Team war halt einfach stark. Also das war wirklich ein gutes Team. Die haben gerade am Anfang, als ich gar nichts gerafft habe, viele Runden geholt. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch die anderen Hero-Videos an. Die sind hier auch direkt verlinkt und zwar hier irgendwo und auf dem i. Auch da oben auf dem i. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.